So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder Escape from Tarkov. Und zwar wollte ich heute mal was ansprechen, beziehungsweise was testen, was ich früher schon mal in Arma 3 gemacht habe, was ziemlich gut angekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir das hier doch auch mal. Bietet sich an. Das System ist ähnlich. Man hat viel zu verlieren. Und jeder kennt es. So, man ist unter Beschuss. Man wehrt sich gerade so. Erstmal heilen und wieder sortieren. Und zack, da ist der Hatchet Runner und will einen abschlachten. Doch, was passiert, wenn man dem Hatchet Runner freundlich gesinnt ist und ihm eine Waffe gibt? Das Ganze testen wir jetzt. Schießt er auf einen? Spielt er mit uns mit? Was macht er? Ein Sozialexperiment habe ich, wie gesagt, in Arma 3 Epoch schon mal gemacht und es ist damals ziemlich gut angekommen. Und ich habe selber auch die Idee und alles eigentlich gefeiert. Und da spiegelt sich dann auch mal heraus, gibt es wirklich so viele Friendly-Spieler? Sind alle hinterlistig und falsch und töten einen? Wir werden es sehen. Ich bin natürlich jetzt auf Factory unterwegs und weil da auch relativ viele Hatchets sind und hier muss ich mich natürlich gegen den Bewaffneten wehren. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns mal den ersten Hatchling und gucken, wie er reagiert. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr Kommentare dazu schreibt, was ihr, wie ihr handeln würde, was ihr so macht, ob ihr auch freundlich seid. Hier droppe ich jetzt die Kette mit einem Magazin. Einfach um ihm die Option freizulassen, mich abzuschießen und eben gegebenenfalls mir auch zu helfen. Er lootet es jetzt und ja, läuft mir erstmal hinterher. Ich habe natürlich das Ganze ein bisschen provoziert und habe ihm oft den Rücken zugedreht und wollte, dass er mit mir mitgeht und gehe dann gezielt natürlich jetzt auch so ein bisschen in den Lootgang, wo man ein bisschen was finden kann, wo man vielleicht auf Feindkontakt trifft und wollte einfach quasi herausfinden, wie loyal ist er jetzt, nachdem ich ihm eine Waffe gegeben habe? Hier ist einer am Looten. Und jetzt signalisiere ich ihm, ja komm, lass da reingehen und den töten. Auch natürlich wieder ein Hatchet Runner. Ist tot. Und er hat mir bisher noch nicht in den Rücken geschossen. Ich habe natürlich auch speziell immer extrem, also was heißt extrem gutes, aber visuell gutes Gear. Ich habe einen Triceps jede Runde auf. Ich habe eine gut ausgerüstete Waffe, einen Helm, eine Packer-Armor oder eben eine Board-Armor, um es auch irgendwo ein bisschen zu verlocken. Also will er das Stuff, kann er mich einfach in den Rücken schießen und hat er das Zeug. So, ich höre, er ist ein bisschen angeschlagen. Ich gebe ihm jetzt ein bisschen Heilungsmittel. Und dann geht's gleich wieder weiter. Noch ein paar Scuffs töten, damit man auch noch ein bisschen was looten kann, damit sich das Ganze lohnt. So, ich fordere ihn auch immer auf, wieder mit mir mitzukommen. Und jetzt gehen wir einfach ins Exit und gucken, was passiert. Wir sind ja noch nicht draußen und er ist bewaffnet. Ich habe mehr Ausrüstung und ich signalisiere ihm ja, jetzt, wir gehen jetzt raus. Die Zusammenarbeit ist vorbei. Er bedankt sich hier, duckt sich nochmal. Und ja, also es gibt auf jeden Fall noch faire Spieler. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Neue Runde, neues Glück. Suchen wir erstmal einen Hatchling. Da ist einer. Der lootet die Kisten. Ich spreche mal, damit er mich hört und auch merkt, dass ich da bin und ich nicht auf ihn schieße oder ihn zerhack. Und er versucht mich direkt zu zerhacken. Ja, kennt jeder die Situation? Reagiert ihr genauso in Situationen oder wie reagiert ihr? Da kommt gerade ein Vollequipter um die Ecke. Ein bisschen Loot auch wieder praktisch. Auf jeden Fall noch viel Bewegung. Irgendwo ist vielleicht noch ein Hatchling, der uns jetzt helfen kann. Oh, da ist einer, der spickelt schon ein bisschen. Der hat wohl den Kill gesehen und hat entweder jetzt gewartet, bis ich die Leiche loote, um mich dann zu zerhacken. Aber ich gehe ihm da mal voraus jetzt. Wiggle ein bisschen, lade ihn ein, herzukommen und zu looten, ohne mich zu töten. Und dann sind wir mal gespannt, wie er reagiert. Ist auf jeden Fall gute Ausrüstung, was er da hat, der Helm. Rüstung, eine Waffe ist da auch dabei. Lassen wir ihn mal looten.
hat alle Welt der Zeit, ja, fühlt sich wohl ultra sicher, wenn ich hier noch in der Nähe stehe und ein bisschen auf ihn aufpasse. Weil irgendwie kommt er nicht voran mit dem Looten. Verstehe ja nicht, wie man da dann immer so lange rummachen kann. Jetzt hat er irgendwie die Waffe noch nicht draußen. Doch jetzt hat er sie. Ich werfe ihm jetzt nochmal eine hin mit Magazin, ob er das sieht. Sieht aber nicht. Er zielt schon oben ab. Ja, dann können wir uns das auch sparen. Dann nehmen wir die AK wieder mit für den nächsten. Und dann gucken wir weiter, was passiert. Ja, die Hälfte drin liegen lassen. Und oh je. Er ist gestorben. Das ist schief gelaufen. Zumindest hat er mich nicht angegriffen. Und ja. Fraglich, wie es weitergegangen wäre. Er hat mich nicht angeschossen. Er hat gelootet. Wollte vielleicht mich sogar schützen. Und da gehen wir gleich zum nächsten. Hier ist auch wieder einer. Ich rede auch wieder, um mich anzukündigen, dass ich da bin. Aber er hat die Ruhe weg und will wohl gar nichts von mir wissen. Lootet gemütlich weiter. Hallo? Hallo? Waffe hin, aber die macht ja kein Drop-Geräusch, was auch ein bisschen komisch ist. Ich versuche jetzt immer zu reden, aber er geht einfach weg. Denkt sich so, ne, ich will nichts von dir. Ich will einfach meine Kisten looten. Und, hallo? Ihn interessiert es einfach komplett null. Bin mal gespannt, jetzt geht er gleich auf mich los. Rafft er, dass hier ein Vollequip daneben ihm steht oder was macht er? Es hat auch viel Bewegung, er hat die Ruhe weg. Ich meine, er hat nichts zu verlieren. Jetzt hat er es gerafft, jetzt werfe ich ihm die Waffe hin. Und, ja, dumm gelaufen. Hat er mich auf den falschen Fuß erwischt. Und gleich zum nächsten. Ich signalisiere ihm wieder, komm her, hier deine Waffe. Wie sieht's aus? Er hat die Waffe. Er holt sie raus, etwas zaghaft. Ist wie gesagt geladen, 30 Schuss Magazin voll mit Kugeln. Und dann sage ich mal, gehen wir mal los. Und gehen unsere übliche Tour hoch in die Büros. Und looten etwas. Und geben ihm natürlich viele Möglichkeiten, mir in den Rücken zu schießen. Mal sehen, ob er es macht. Gebt natürlich auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Das zeigt mir auch, dass ihr vielleicht mehr davon sehen wollt, dass ich mir die Mühe wieder mache. Das ist natürlich schon mit viel Aufwand und auch viel Itemsverlust zusammen einhergegangen. Ich bin oft mal einfach gestorben, weil ich natürlich nicht wie sonst gespielt habe, sondern sehr viel offensiver und ja, hier auf der Suche nach Hatchlingen und das eben auch immer mit relativ viel Equip. So, ich habe ihm den Factory-Raum looten lassen und gucke jetzt einfach so ein bisschen rum und suche vielleicht noch ein paar Scuffs oder irgendwas, die wir noch töten können, damit er noch ein bisschen Loot hat, damit sich das Ganze für ihn natürlich auch lohnt, weil sonst müsste er mich töten und das wollen wir natürlich nicht. By the way, der Schlüssel ist eigentlich immer relativ oft dort an der Stelle und bringt, glaube ich, knapp 4000 Rubel, also so. Wenn ihr da eh schon vorbeilauft, nehmt den doch einfach mit und verkauft ihn an die Therapist. Kleiner Tipp nebenbei. So, ist es etwas ruhig? Nichts los oder was? Da ist einer. Ja, ja, schön die Waffe wegnehmen. Wieder schön in die Mauer schießen. Aber er hat ihn tatsächlich getötet. Hätte auch mich töten können und meinen Loot nehmen können. Da ist wieder eine schöne Buggy-Granate. By the way, da gibt es ein anderes Video gerade von mir mit Atomnate. Könnt ihr auch mal reinschauen. Jetzt lasse ich ihn hier noch schön den Scuff looten. Dass er, wie gesagt, noch ein bisschen Loot zusammenkriegt, weil ich habe ja mein Zeug. Und jetzt gehen wir direkt in den Ausgang. Factory-Ausgang. Schließ auf. Und natürlich fragt sich jetzt jeder so, okay, keine Ahnung. Es gibt wirklich noch soziale Leute, mit denen man spielen kann, mit denen man looten kann, mit denen man anderes Spiele abschießen kann und dann einfach zusammen ins Exit gehen kann und sich freuen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und ja, Thumb up auf jeden Fall für den fairen Spieler. Nicht!